Radis Erben, der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind schon wieder für euch da, weil auch die Löwen schon wieder ran mussten am Dienstagabend und zwar in der ersten Toto-Pokal-Runde beim SV Rödelmeier tief im Frankenland. Beim Bezirksligisten durfte der TSV 1860 also spielen. Ging das heute mit einer zweiten Mannschaft an, wie wir das ja vermutet hatten. Aber das haben die Löwen tatsächlich gut gemacht. Also wenn man das mit den Auftritten im vergangenen Jahr vergleicht, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. 7:0 gewinnt der TSV 1860. Also das Lorantzsche Prinzip von 2 Toren pro Spielklasse ist fast aufgegangen. 7 Tore also hat 60 München gemacht und auch insgesamt wäre noch viel, viel mehr drin gewesen heute. Also da gibt es tatsächlich wenig zu meckern, oder Olli? Ja, Tobi, du hast das schon gesagt, es war ein sehr guter Auftritt der BC-Elf von 60 München. Die Stammspieler waren ja alle nicht mit dabei, die werden geschont eben für diesen Pokalkracher gegen Borussia Dortmund. Es haben sich wirklich viele Spieler empfohlen für höhere Aufgaben bei 60 München, insbesondere Meriz Genderovic, der 5-mal getroffen hat. Er hätte eigentlich heute 8 bis 10 Tore machen können, aber 5 Tore musste auch erstmal in so einem Toto-Pokalspiel machen. Ja, wir hatten schon einen Titel im Podcast, Skenderovic eiskalt im Glutofen, so ein Glutofen war es heute nicht, aber er war wieder eiskalt, also eine sehr, sehr tolle Leistung und ja, also da wird er nicht weit weg sein von einem Auftritt dann zumindest demnächst als Joker in der Mannschaft von Michael Kölner, da bin ich mir sehr sicher. Das macht durchaus Spaß, was Meriz Skenderovic da so treibt, 1:0, Skenderovic, dann kam das 2:0, durch ein Eigentor, das 3:0, wieder Skenderovic, 4:0 Skenderovic, da ging es in die Pause, dann zum vierten Skenderovic beim 5:0 unterwegs, schließlich war es Jocic zum 6:0 und dann zum Abschluss wieder Skenderovic, also was ein Auftritt der Löwen. Tja, und ganz interessant, Olli, wie beurteilst du die Leistungen von Daniel Wein und von Marius Wilsch? Die durften heute ja endlich wieder spielen, endlich wieder in der Startformation. Wie hat das funktioniert? Wie fandest du es? Ja, ich fand, es hat super funktioniert, vor allem Daniel Wein. Ja, also eigentlich sollte er, oder eigentlich war er erst wieder in der Rückrunde mit ihm zu rechnen. So war es zumindest die Prognose von Michael Kölner, aber der ist schon wieder fast der Alte. Natürlich war das halt kein Maßstab, war es ein Bezirksligist, keine Frage, aber wie der die Bälle antizipiert, welche Übersicht er einfach hat, das macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Ich wünsche ihm einfach jetzt, dass er gesund bleibt und dann wird er möglichst bald schon wieder in den Kader des Drittliga oder im Kader der Drittligamannschaft auftauchen. Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, und man kann sich diesen Bezirksligisten tatsächlich auch anders anstellen. So, jetzt dreht der DJ nochmal richtig auf. Ja, ich hoffe, da versteht man euch noch. Also jetzt wird es nochmal richtig laut hier. Also 7:0, der nächste Gegner, der wird natürlich jetzt erst ermittelt für den TSV 1860, dass sich Mannschaften auch nicht unbedingt mit rumbekleckern können in der ersten Toto-Pokal-Hauptrunde. Das haben wir heute wieder gesehen. Also da gab es schon auch die ein oder andere Überraschung, überhaupt keine Frage. Jetzt ist natürlich der volle Fokus auf Borussia Dortmund gerichtet. Es sind ganz viele zu Hause geblieben. Es waren nur 3 Ersatzspieler heute auf der Bank beim TSV 1860. Also das zeigt schon volle Konzentration auf Borussia Dortmund. Wie sieht da der Fahrplan jetzt aus, Olli? Ja, der Fahrplan sieht so aus, dass morgen jetzt ganz normal Training ist in der Früh. Ich denke, die Spieler, die heute eben hier im Einsatz werden, werden morgen auslaufen. Die anderen trainieren ganz normal. Also ist natürlich jetzt beginnt der Countdown für dieses große Spiel. 60 München gegen Borussia Dortmund. Wir erinnern uns, im Jahr 2013, im September 2013, 71.000 Zuschauer in der Allianz Arena. 60 hat nach Verlängerung mit 0:2 verloren. Also 60 hat damals den Favoriten einen großen Kampf geboten. Und jetzt hofft natürlich oder wünscht sich jeder die große Sensation. Aber natürlich die Chancen, dass wir da in die nächste Runde ziehen, ist natürlich, das sind natürlich sehr gering. Ja, aber vielleicht kann 60 München ja den BVB ärgern. So, jetzt geht es erstmal 400 Kilometer nach Hause. Also das ist tatsächlich nicht unbedingt der allernächste Weg für die Löwen und für Michael Kölner. Aber es sind eben tatsächlich auch einige zu Hause geblieben. Auch Athletik-Coach Nikolai zum Beispiel, der ist in München geblieben. Und natürlich die Stammkräfte. Die Frage, die wir uns noch stellen, das haben wir heute auch schon logischerweise uns gefragt. Und es wurde auch schon auf die blaue
thematisiert. Wie sieht es bei Deichmann aus? Wie sieht es bei Boyamba aus? Sind das Möglichkeiten gegen Dortmund oder kommt dieses Spiel zu früh? Also ich denke, dass es für beide zu früh kommen wird. Ich habe vorhin mit Trainer Michael Kölner nochmal gesprochen. Also Boyamba kann auf das keinen Fall spielen. Der ist allerdings heute schon mal mit dem Rad gefahren im Fitnessraum. Und bei Jannik Deichmann besteht eine Restchance. Aber wenn ich mich so einversetze, also der hat Wadenprobleme, die Wade ist verhärtet. Wenn jetzt der Trainer riskiert oder ihn spielen lässt, ja, und man weiß, oder will er sich möglicherweise ein Faserriss ab, dann müsste der 4 bis 6 Wochen passieren. Ich glaube, das will der Trainer nicht in Kauf nehmen, weil, wie wir zuletzt in Dresden gesehen haben, Jannik Deichmann ist ungeheim wertvoll zu 60 München. Und man hat dann gesehen, wie er rausging, ist dann schon ein kleiner Riss in die Mannschaft reingegangen. Und er ist total wichtig geworden in den letzten 1,25 Jahre bei 60 München. Und ich wünsche mir natürlich, dass er gesund bleibt. Und ich glaube, er ist wichtiger in der Liga als im Pokal. Und deswegen glaube ich, dass der Trainer ihn nicht einsetzen wird gegen Borussia Dortmund. Zurzeit gibt es eigentlich, Olli, fast nur gute Nachrichten beim TSV 1860. Jetzt mal von ein paar ungünstigen und unklugen Interviews abgesehen. Aber die Nachrichtenlage ist tatsächlich echt gut. Erster Sieg in Dresden. Dann gab es heute die frohe Kunde vom Deutschen Fußballbund. Es werden 448.000 Euro an die Grünwalder Straße überwiesen. Aus dem Fördertopf, aus dem Nachwuchsfördertopf 60 München ist da die absolute Nummer 1. Keine andere Mannschaft in der dritten Liga bekommt mehr Kohle aus diesem Fördertopf. Das geht an die KGAA, aber es darf jetzt nicht irgendwie für andere Sachen benutzt werden als für den Nachwuchs. Also was macht Marc-Nicolai Pfeiffer damit? Ja, also ich glaube, da spricht man natürlich nicht mehr mit EV, aber das ist natürlich wichtig, dass man in die Jugend investiert. Ja, also das ist die Zukunft von morgen sozusagen. Und wir wissen, es gibt viele Baustellen im Nachwuchsbereich. Also jetzt auch wenn NLZ natürlich jetzt alles ein bisschen restauriert worden, aber da muss man natürlich das Geld reinstecken, weil das Geld kommt ja dann irgendwann zurück. Wir denken nur an Leandro Morgalla, der möglicherweise irgendwann verkauft wird. Da kann man dann wieder Geld einnehmen. Und das ist ein guter Kreislauf aus meiner Sicht. Aber man muss natürlich weiter in die Jugend investieren. Die Jugend ist jetzt in der Bundesliga, die A-Jugend in der Bundesliga. Das ist eine tolle Sache nach dem Jahrhundertabstieg im Jahr 2017. Also es ist absolut positiv, auch was in der Jugend passiert. Also so kann es weitergehen. So, und nochmal ein Hinweis für alle, die dann wieder meinen, meckern zu müssen. Also wir versuchen immer mittendrin dabei zu sein, mitten im Geschehen zu sein, so nah wie möglich dran am Stadion zu sein. Der Olli hauptsächlich, logischerweise. Ja, und dann bedingt das halt nun mal, dass manchmal die Tonqualität eben nicht so ist. Jetzt haben wir gehört, was der DJ in Rödelmeier so drauf hat. Am Samstag in Dresden, ja, da war es auch laut. Aber klar könnten wir euch das jetzt in bester Studioqualität aufnehmen, wenn Dolly wieder in München ist, aber das ist doch auch langweilig, Leute. Also das nochmal so ein bisschen auch als Rechtfertigung von uns. Wir wollen ganz nah dran sein und der Olli ist eben ganz nah dran am TSV 1860 und dann finde ich, kann man auch mal so ein bisschen eine Kröte schlucken, dass der Ton dann mal, ja, ausbaufähig ist. Das ist nun mal so, das wollte ich einfach nochmal dazu gesagt haben. Olli, das soll es eigentlich von Radis Erben dann heute schon gewesen sein, eine absolute Kurzausgabe. Ich glaube, die Noten brauchen wir da heute nicht großartig. Das war tatsächlich viel, viel besser, als wir das im letzten Jahr gesehen haben im Toto-Pokal. Wir können nur schwärmen von der neuen Breite beim TSV 1860, was da alles möglich ist. Ja, das macht sich absolut bezahlt. Und euch wünsche ich jetzt eine gute Heimfahrt. 400 Kilometer habt ihr vor euch. Na dann, gutes Gelingen. Und wir freuen uns auf Freitag. Bis dann. Servus, ciao.